Ja, herzliches Grüß Gott von unserer Seite. Wir möchten uns als erstes natürlich bei Pater Paulus für die Einladung bedanken. Und bevor wir beginnen, würden wir gerne mit einem Gebet, das der Johannes Paul II. Täglich gebetet haben soll, mit dem würden wir gerne beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, gib mir immer ein, was ich sagen soll. Gib mir immer ein, was ich sagen soll und wie ich es sagen soll. Gib mir ein, was ich verschweigen soll und wie ich mich dabei verhalten soll. Gib mir ein, was ich zur Ehre Gottes, zum Wohl der Seelen und zu meiner eigenen Heiligung tun soll. Heiliger Geist, gib mir Verstand, um zu verstehen und zu erkennen. Gib mir das Fassungsvermögen, um alles zu behalten. Lehre mich die Methoden und gib mir die Fähigkeit, um immer wieder zu lernen. Gib mir Scharfsinn, um richtig zu deuten und zu unterscheiden. Gib mir die Gnade, um wirkungsvoll zu sprechen. Heiliger Geist, gib mir Zuversicht und Treffsicherheit am Beginn. Leite und führe mich bei der Ausführung und schenke mir Vollkommenheit beim Beenden. Amen. Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Gebet, was wir wissen, dass eine Menge Ehepaare auch immer wieder miteinander beten. Also können wir nur empfehlen. Gut, ich komme zu wir. Ich habe das jetzt schon zweimal gesagt. Wir sind Leni und Franzi Kesselstadt. Wir kommen aus der Steiermark. Wir sind seit 33 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder mit 28 und zwei Buben mit 28 und 21 Jahren, also schon richtig Flügge, leben in der Steiermark, wie gesagt. Die Leni ist eigentlich gelernte Goldschmiedin, hat das aber vor Jahren schon mehr oder weniger an den Nagel gehängt. Ich bin Förster und leite in der Steiermark eine Forstverwaltung, so mal, damit ihr mal einen Rahmen habt. 2013 haben wir in Graz einen Vortrag von Gabriele Kubi gehört und der hat uns motiviert oder eigentlich angestachelt dazu, zu sagen, wir müssen was tun. Und wir haben uns mit drei anderen Ehepaaren zusammengetan und haben die Familienallianz gegründet. Und unsere Aufgabe der Familienallianz sehen wir in drei Punkten. Wir wollten informieren, wir wollten unterstützen und wir wollten motivieren. Was meinen wir damit? Informieren. Familien und Argumente für die gesellschaftlich-politische Debatte und für Entscheidungen zur Verfügung zu stellen, war ein Punkt. Unterstützen. Wir wollten Eltern ihren Erziehungsauftrag im Licht des christlichen Menschenbildes helfen, um Kinder vor ideologischer und medialer Einflussnahme zu bewahren. Und motivieren, Familien aktiv an den Rahmenbedingungen in unserem Land mitzuarbeiten. Das waren die drei Punkte, die wir uns sozusagen auf die Fahne geschrieben haben. Glaube ich, ähnlich wie wir es gerade eben schon gehört haben von Demo für alle, also ähnliche Punkte, aber ja, wir haben es halt in Österreich gemacht und wir arbeiten da auch sehr mit der Familie, mit der Demo für alle zusammen. So, jetzt mache ich das, was ich am besten kann, ich schweige und übergebe das Mikrofon. Also, mein Mann ist wesentlich daran beteiligt, dass ich diese Arbeit machen kann. Er verdient natürlich das Geld, damit ich diese Arbeit machen kann, die ja ganz ehrenamtlich ist. Und hält mir den Rücken frei und beschützt mich, weil wir oft auch gebeten werden, Vorträge zu halten in Vereine, die wir vorher nicht so gut kennen. Und da bin ich immer sehr dankbar, wenn da mein Mann mit ist. Also ich könnte eigentlich nichts machen ohne ihn.
Aber ich habe eben meinen Beruf als Goldschmiedin vor ein paar Jahren mehr oder weniger nicht aufgegeben, aber ein bisschen zurückgefahren, ziemlich stark zurückgefahren, weil ich erkannt habe, dass die Not viel größer ist draußen bei den Menschen und als jetzt Menschen mit Schmuck zu beschmücken, was recht äußerlich ist. Bei unserem Vortrag oder bei meinem Vortrag jetzt werde ich zuerst mal auf die Situation in den Schulen eingehen. Wir haben nämlich bei der Familienallianz, es haben sich zwei Themen besonders herauskristallisiert. Das war auf der einen Seite diese, wir helfen Eltern dabei, wie sie ihre Kinder in den Schulen schützen können vor den Ideologien. Also das ganze Thema der Sexualpädagogik, das ist ganz stark geworden. Da haben wir auch eine eigene Plattform, sexualerziehung.at. Wir sind natürlich in Österreich, wir sind auf Österreich natürlich bezogen, aber es gibt ganz viel Überschneidung von der Ideologie her, von wo es kommt, natürlich mit im deutschsprachigen Raum, mit Deutschland. Und natürlich, so wie alles, kommt es ja auch in Wirklichkeit auch von oben nach unten mit viel Geld von den großen Organisationen. Sexuelle Pädagogik ist das eine Thema. Und das zweite Thema, ich werde heute noch bei dem größeren Teil über die Theologie des Leibes sprechen. Das ist das, was nicht nur mir persönlich die Kraft gibt, diese schrecklichen Dinge auszuhalten, die mir und uns ständig erzählt, wenn die in den Schulen passieren, sondern die auch uns ganz persönlich unglaublich geholfen hat und die wunderschön ist. Mein geistlicher Begleiter, mit dem habe ich immer wieder geredet über die Theologie des Leibes und habe ihm gesagt, das ist ja genau die Antwort, die wir brauchen. Ist das eine so wunderschöne Antwort? Und er hat gesagt, nein, es ist die Antwort der katholischen Kirche im Moment, auf die ganze Verwirrung, die wir haben. Und ich werde versuchen, sie da ein bisschen reinzuführen. Es gibt natürlich dann viele Bücher, die Sie lesen können, vielleicht die meisten von Ihnen werden Sie schon kennen. Wir veranstalten auch Online-Seminare. Und es gibt wunderbare Hilfsmittel schon, um da hineinzukommen. Studiengang in Heiligenkreuz, den ich absolviert habe, 2013 bin ich fertig geworden und damals sind wir gesendet worden. Die Situation in den Schulen. Bei uns hat sich 2015 hat es bei uns einen Schulerlass gegeben in Österreich. Das hat sich ziemlich gedeckt mit der Aktivität von der Demo für alle hier in Deutschland, wo wir gewusst haben schon davor, der kommt und es kommt etwas in unsere Schulen hinein, wo wir unsere Kinder wirklich nur noch schwer schützen können. Das ist diese ganze sogenannte Gender-Ideologie, sage ich mal. Das ist dieses völlig ideologische Denken und die Verwirrung unserer Kinder. Und das ist ganz weit verbreitet, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, wie wir wissen. Und die große Frage ist, und es ist so ein wichtiges Thema, deswegen wollte ich heute nicht verzichten, weil so viele Eltern da sind, vor allem Junge, das große Thema ist, wie kann ich mein Kind davor schützen? Es ist mir völlig klar, dass ihr alle wisst, dass es das gibt, aber es gibt ein paar Punkte und die betreffen Österreich und Deutschland und es ist immer das Gleiche, was sich abspielt in den Schulen. Und ich springe jetzt gleich einmal, ich verschone Sie mit den Beschreibungen, was alles vorkommt in den Schulen, aber ich möchte Ihnen trotzdem ganz klar machen, dass unsere Kinder wirklich grenzwertige Erfahrungen machen in den Schulen und dass Eltern, ganz viele Eltern, es noch nicht glauben und nicht glauben können. Und dann, wenn das Kind verstört nach Hause kommt, dann ist es zu spät. Es ist also wirklich unendlich wichtig, weil dieses Thema so tief in unser Menschsein hineingeht. Die Sexualität betrifft uns ja ganz tief drinnen. Also ist es so wichtig, unsere Kinder davor zu schützen, beziehungsweise dann noch die Rolle zu übernehmen, wer es unseren Kindern sagt und wie sagen wir es unseren Kindern. Ganz wichtig, ich steige jetzt gleich ein, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, ganz wichtig ist, dass Sie regelmäßig die Schulbücher und die Schultaschen Ihrer Kinder untersuchen. Entweder auf mitgebrachte Flyer, es gibt ganz scheußliche Broschüren, die gemacht werden, in den Schulbüchern lesen, das Familienbild ist total verzerrt und Sie müssen mit den Kindern darüber reden, nur ein Mann und eine Frau können ein Kind kriegen. Dieses Familienbild wird heute gleichgestellt mit allen anderen Familien, sogenannten Familienformen und es wird so getan, als ob alle ein Kind kriegen können, Mann, Mann, Frau, Frau. Ich wurde angerufen, ganz verzweifelt, von einer Mutter mit Zwillingen in der ersten Klasse Volksschule, Grundschule, es war in Deutschland, ich habe sie gekannt. Die hat mir gesagt, meine zwei Buben, erste Klasse, glauben mir nicht mehr, dass ein Mann und eine Frau und nur die ein Kind kriegen können. Ihre Lehrerin hat ihnen erzählt, dass auch zwei Männer ein Kind kriegen können und hat ihnen von der Leihmutterschaft erzählt, erste Klasse Grundschule.
Jetzt fragt man sich erstens einmal, Kinder können damit noch nichts anfangen, aber diese Verwirrung beginnt schon so früh. Und diese Mutter war verzweifelt, weil natürlich in der ersten Klasse Grundschule die Kinder irrsinnig gern und liebend gern ihren Lehrern alles glauben. Die sind ja ganz euphorisch und ganz motiviert. Also wichtig ist, schauen Sie die Materialien durch. Fragen Sie die Lehrerin, die Zuständige, findet heuer sexualpädagogischer Unterricht statt? Klären Sie Ihr Kind auf. Meistens ist es im Sachunterricht, dritte, vierte Klasse, dass im Sachunterricht das Thema Körper kommt oder Familie und da wird sehr stark oder wird natürlich dann irgendwann aufgeklärt. Fragen Sie die Lehrerin, kommt jemand von außen an die Schule? Sehr oft sind es externe Vereine, die in die Schule kommen. Und da passieren jetzt verschiedene Dinge, die wir auch nicht ausschließen können. Sie können natürlich einen Elternabend verlangen, aber bei diesem Elternabend können Sie nicht alles besprechen. Sie können fragen, werden Filme gezeigt? Sie können fragen, welche Filme? Ich möchte mir diese Filme zuerst ansehen. Welches Material verwenden Sie? Gibt es Übungen mit Kondomen? Dieses Thema, glauben Sie mir, es ist durch. Ganz häufig wird in der Volksschule werden Kondomübungen gemacht über Penisimitate. Dieses Thema ist durch. Seien Sie nicht zu gutgläubig. Wenn Ihr Kind diese Erfahrung macht, dann machen Sie sich ganz schlimme Vorwürfe. Also fragen Sie, machen Sie Kondomübungen, welches Material wird verwendet? Bleibt die Lehrerin anwesend in der Klasse? Das ist ganz wichtig. Es gibt die Aufsichtspflicht des Lehrers. Sie muss anwesend bleiben, weil wenn was passiert, wollen wir die Lehrer fragen. Die Referenten von den externen Vereinen kommen und gehen. Wir haben einen Fall in Österreich, wo seit 2 Jahren die Eltern verzweifelt fragen, wer waren die Referenten? Es ist sowas Unglaubliches passiert in der Klasse. Es wird ihnen nicht gesagt. Sie wissen nicht einmal, wer da war. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der ganz wichtig ist. Der Lehrer wird rausgeschickt, den Kindern wird gesagt, sie dürfen mit niemandem drüber reden. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das Gleiche passiert beim Missbrauch. Man nennt es die sogenannte Grooming-Phase. Kein Missbrauchstäter überfällt ein Kind. Der Missbrauchstäter schleicht sich hinein in das Kind und in das Vertrauen des Kindes und geht jedes Mal einen Schritt weiter und sagt dem Kind immer, du darfst mit niemandem drüber reden, es ist unser Geheimnis. Und das Gleiche passiert in den Schulklassen. Die Referenten von außen kommen, besprechen die unglaublichsten Dinge, weil es gibt immer auch eine Fragestunde in so einem Unterricht, in so einem Workshop. Und in dieser Fragestunde können die Kinder Fragen stellen. Und immer, und das werden Sie sicher kennen, sind ein paar Kinder weiter voraus, weil sie ältere Geschwister haben, weil sie vielleicht schon pornografische Erfahrungen gemacht haben. Und dann werden diese Fragen, die sie natürlich haben, werden dann rausgeschrien oder anonym auf Zetteln geschrieben. Und diese Referenten, die kommen und gehen, beantworten diese Fragen dann haarklein und genau. Und dann werden Dinge wie Oralverkehr, Analverkehr ganz genau besprochen. Glauben Sie mir, es ist so. Das heißt, davor können Sie Ihr Kind niemals schützen. Überlegen Sie sich, ob Sie Ihr Kind in diesen Workshop gehen lassen. Es ist leider die Pflicht, wenn es innerhalb der Schule stattfindet, des Schulunterrichts, dass Sie Ihr Kind hingehen lassen. Aber in der Volksschule kann man ja verschiedene Möglichkeiten, Arzttermin oder so weiter ausmachen. Das sage ich jetzt mal so, völlig ungeschützt. Ganz wichtig ist, dass Sie die Lehrerin fragen, findet das heuer statt? Wer kommt an die Schulen? Machen Sie das selber? Welches Material wird verwendet? Wir haben das Recht auf einen Elternabend. Aber wie gesagt, auch wenn der Elternabend stattfindet, Sie können Ihr Kind vor dieser Einheit der Fragen nicht beantworten. Ganz wichtig ist es, und das sehen wir als allerwichtigste Aufgabe von den Eltern, dass Sie selbst die Ersten sind, die ihr Kind aufklären. Wir haben diese Devise und viele von Ihnen kennen das Ehepaar Büchsmeister, haben uns schon unten angesprochen, mit denen arbeiten wir eng zusammen. Wir haben dieses Konzept sozusagen ausgearbeitet oder aus unserer Erfahrung, wir jetzt als Familienallianz verfolgen dieses Konzept, dass wenn wir unsere Kinder als Erstes aufklären und zwar immer etwas früher als wir glauben, die Kinder fragen oft nicht danach, aber wir müssen unsere Kinder deshalb aufklären, damit sie in diesem Fach zu kleinen Profis werden und damit das dann abprallt, was alles von außen kommt. Aber vor allem deshalb, damit wir in eine gewisse Vertrauensbasis kommen mit unseren Kindern, dass das Kind weiß, ich kann mit meinen Eltern darüber reden, wenn ich eine Frage habe, dann kann ich zu meiner Mutter gehen oder zu meinem Vater und brauche nicht im Internet nachschauen. Und dann kommt das Kind unweigerlich auf diese ganzen pornografischen Seiten. Weil diese Wörter, die herumschwirren in der Schule, sind immer aus der perversen Erwachsenensexualität, wie Sie wissen. Und es kommt unweigerlich auf diese Seiten. Also müssen Sie immer so ein bisschen früher sein.
Sie selbst eine Vertrauensbasis schaffen. Und wir haben ihm dieses Wunderkundematerial entwickelt, das können Sie unten anschauen. Das ist eine Bastelmappe, wo man mit seinem Kind die ganze biologische Aufklärung erbastelt. Das Kind lernt, was mit seinem Körper passiert und mit dem Körper des anderen Geschlechts. Und dann ist es perfekt aufgeklärt, es prallt einmal das erste ab und mehr braucht es einmal nicht. Und dann können Sie nur hoffen und mit dem Kind natürlich immer wieder im Gespräch bleiben. Ja, Homosexualität gibt es, Transgender, dass Sie sich erkundigen, dass Sie sich gute Informationen holen. Die Demo für alle hat wunderbare Filme, dass Sie die Argumente haben und auch wenn Sie etwas nachholen müssen, zum Beispiel bei einem älteren Kind, dass Sie dieses Thema einfach am Mittagstisch ansprechen. Sie können mit Ihrem Mann, mit Ihrer Frau darüber reden, sozusagen über einen anderen Fall und dann hören die Kinder schon zu. Aber es ist leider so, dass wir wirklich leider müssen wir dieses Thema früher ansprechen, als man glaubt. Und seien Sie sich bewusst, dass Sie damit noch etwas machen und das ist uns auch ein riesiges Thema in der Familie, in der Familienallianz, in unserer Arbeit ist der Lebensschutz. Lebensschutz beginnt in der Familie. Wenn ich mit meinem Kind über die Sexualität spreche, mit schönen Worten, über die Schönheit der Sexualität, dass es etwas ist, was einen geschützten Rahmen braucht, einen gewissen Platz, eine gewisse Zeit braucht, dann versteht das Kind, dass es etwas Schönes ist, dass ich mit meinen Eltern darüber reden kann und dass, wenn es einmal zu einer ungewollten Schwangerschaft kommt, was immer passieren kann, dann kann ich zu meinen Eltern gehen und das mit ihnen besprechen und ich löse das Problem nicht schnell selber. Das ist unser großes Ziel. Also die Idee ist dahinter, seien Sie die Ersten, die mit Ihrem Kind über dieses schöne Thema, über dieses tiefe Thema sprechen, die Sexualität. Und jetzt, das ist einmal das Allerwichtigste, Sie können sich unten auch gerne bei uns eintragen in diese Liste, dass Sie immer benachrichtigt werden über die neuesten Dinge und so weiter. Die Sexualität wurde uns immer vorgegaukelt und jetzt komme ich zum schönen Teil meines Vortrags, das ist die Theologie des Leibes. Die Sexualität wurde uns immer vorgegaukelt, seit vielen Jahren, seit der Aufklärung. Das ist, du kannst machen mit deinem Körper, was du willst, quasi das steht so irgendwie so neben dir, es macht eh nichts. Hauptsache du hast Spaß und du hast Vergnügen. In Wirklichkeit schaut die Sache aber ganz anders aus, weil genau in der Sexualität ist der Platz und der Ort unseres Körpers, wo die tiefsten Verletzungen stattfinden, weil ja auch immer unsere Geistseele davon betroffen ist. Alles, was ich mit meinem Körper mache oder was mir mit meinem Körper, was ich anderen auch antue oder was mir passiert, hinterlässt Spuren in meinem Körper. Das wissen wir. Wir wissen, dass wenn unsere Kinder einen aggressiven Film anschauen zum Beispiel, wissen wir, dann sind sie unrund. Wenn sie aggressive Musik hören, wissen wir. Haben wir nicht gerne, wenn sie Drogen, Alkohol, wenn man das nimmt, ist eh klar, das schädigt den Körper. Wenn wir einen traurigen Film anschauen, dann werden wir traurig. Das macht was mit uns. Und das ist nicht der Körper, ja, die Augen können weinen, aber es ist nicht der Körper, sondern es ist auch mein Innerstes, meine Seele. Und was passiert jetzt bei körperlichem Missbrauch? Was passiert erst, wenn diese Kinder diese Sachen erfahren in der Schule, wo sie gar nicht bereit sind dafür? Wenn sie sich anhören müssen, irgendwelche Dinge, die noch viel zu früh sind. Diese Kinder kommen nach Hause und sagen den Eltern, so grauselig, Mama, ich möchte niemals Kinder kriegen in meinem Leben. So sind die Reaktionen von diesen armen Kindern. Viele erzählen es gar nicht, weil sie ihre Eltern schonen wollen, weil sie genau wissen, wir reden nicht darüber in dieser Art und Weise, über dieses Thema. Sie wollen ihre Eltern schonen, die Kinder denken so. Es macht also was mit uns, wenn wir Dinge hören, Dinge sehen oder sogar irgendwelche Übungen machen müssen, wie ich sie beschrieben habe. Deswegen ist körperlicher Missbrauch so wahnsinnig schwer zu heilen. Es wird das Körperliche heilen, aber die Wunde, die in unserer Seele ist, die wird ganz lang nicht heilen. Wir sind also eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Wir können sagen, ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Der Leib ist das alles. Wir haben das nie gelernt so zu betrachten, aber auf der anderen Seite wissen wir, was es bedeutet, wenn uns jemand Gewalt antut. Wir wissen das. Wir wissen das, wenn jemand uns benutzt für seine Vorteile. Wenn wir uns benutzt fühlen. In der Sexualität ist das besonders schmerzlich. Johannes Paul II. Hat gesagt, das Gegenteil von Lieben ist nicht jemanden hassen, sondern jemanden benutzen. Und jeder, der schon mal benutzt worden ist, weiß, dass das ganz schrecklich ist. Das ist das Gegenteil von jemandem lieben. Ich werde benutzt, ich werde zu einem Objekt, ich werde benutzt und wie weggeworfen, so fühlt man sich.
Und Johannes Paul hat das ganz früh schon erkannt, dass das diese große Bewegung sein wird, die auf uns zukommt. Er hat das schon erkannt, wie er noch in Polen war. Er hat gesagt, er hatte diese ganzen totalitären Regime gekannt. Nationalsozialismus, Kommunismus, Faschismus. Er hat das alles gekannt. Er hat gesagt, es kommt noch was viel Größeres auf uns zu. Wir werden immer mehr in diese Sichtweise, in dieses Denken gedrängt werden. Wir drängen uns gegenseitig, dass wir uns gegenseitig benutzen. Und hat gewusst, er hat als junger Priester und Bischof, hat er ganz viele Familien begleitet. Er ist der Familienbischof. Viele, es hat die katholische Kirche ungefähr so viel geschrieben über Liebe, Ehe, Sexualität und er hat ungefähr so viel geschrieben in der Relation. Danke. Er hat ganz viele junge Ehepaare begleitet, vor der Ehe, in der Ehe und hat natürlich über diese indirekte Erfahrung genau gewusst und die Nöte und die Ängste und Sorgen von den Ehepaaren. Und er hat gesehen, wir müssen besonders auf die Familien schauen, wie die Kirche. Wir müssen besonders dorthin schauen, weil die Familien so wichtig sind für unseren Staat. Die Mutter Teresa hat mal etwas gesagt, ich zitiere es jetzt frei aus dem Kopf. Sie hat gesagt, so wie es um die Sexualität steht in einer Ehe, so steht es um die Ehe. Wie es um die Ehe steht, so steht es um die Familie. Wie es um die Familie steht, so steht es um die Gesellschaft. Und wie es um die Gesellschaft steht, so steht es um den Staat. Das heißt, das Wohlergehen unseres Staates hängt mit der Sexualität zusammen, die ein Ehepaar lebt. Und zwar deshalb, weil die Sexualität der Ort ist und der Platz, wo die meisten Verletzungen passieren. Wer geht, wenn jemand fremd geht, das ist ein Mann oder eine Frau, das zerstört die Familien. Unsere Zeitungen sind voll. Da geht es immer um die sogenannte Liebe. Die Liebe, ja, Liebe natürlich. Die Liebe wurde heute schon so schön besprochen von Raphael Bonelli und von den ganzen Vorrednern. Wunderschön. Um die Liebe dreht sich alles. Bei den Ehepaaren zeigt sich natürlich auch in der Sexualität. Und nichts verletzt eine Frau so sehr, wenn ihr Mann Pornografie schaut oder sie betrügt. Das ist auch ein Betrug. Das weiß ich von ganz vielen Erzählungen. Man fühlt sich wie betrogen als Frau. Die Reinheit des Blickes. Es gibt die Keuschheit vor der Ehe und die Keuschheit in der Ehe. Die Keuschheit vor der Ehe ist natürlich der Verzicht auf die Sexualität. Und natürlich, dass ich meinen Körper reinhalte. Und in der Ehe ist es natürlich die Reinheit des Blickes. Wie schaue ich meine Frau an? Schaue ich sie an mit einem lüsternen Blick? Will ich sie mir nehmen? Oder schaue ich sie an wie mein Gegenüber, das mir zur Ergänzung geschenkt worden ist von unserem Herrgott? Schaue ich sie an wie jemand, ich kann mich noch erinnern, wie ich mich in sie verliebt habe. Wie jemanden, so nennt es Johannes Paul II., jemanden zum ersten Mal beim Namen nennen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den Franzi kennengelernt habe, das war auf einer Hochzeit von einer Freundin von uns. Und das war die Hochzeit und so und dann war der Abend. Und ich kann mich erinnern, an diesem Abend habe ich ihn schon Franzi gerufen. Ich kann mich noch erinnern daran, wie ich ihn zum ersten Mal gerufen habe. Und Johannes Paul sagt, so ist das Ziel, dass wir unserem Ehepartner immer gegenübertreten, vor allem in der Sexualität. Ich nehme dich an als das Geschenk Gottes zu mir. Zuerst gehörst du ganz Gott und ich nehme dich an als ein Geschenk und er schenkt dich mir und ich schenke mich dir. Die Antwort auf dieses Liebesangebot Gottes, das er uns macht, ist: Gott, du liebst mich, ich liebe dich auch. Und wir können natürlich mit ihm jetzt, wir können schon sprechen und reden im Gebet mit ihm. Aber wie wir es vor allem machen können, ist, indem wir uns verschenken an den Nächsten. Raphael Bonelli hat das wunderbar schon ausgearbeitet. Es ist zum Geschenk werden. Wir haben einen ganz tollen Professor gehabt, der Theologie des Leibes unterrichtet hat. Der hat uns gesagt, man könnte die Theologie des Leibes in einem Satz zusammenfassen, zum Geschenk werden. Und jetzt gibt es diese zwei Berufungen, entweder zur Ehe oder zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen, so nennt es Johannes Paul II. Ich kann mich auch als Zölibatär lebende, als Priester, mich verschenken. Ich verschenke mich geistigerweise. Ich verschenke mich an meine Gemeinde. Ich verschenke mich als Klosterschwester in dem Bereich, wo ich hingestellt werde, in der Altenpflege, in der
wo auch immer, im Gefängnis, wo auch immer. Dort verschenke ich mich. Und Johannes Paul sagt, erst wenn wir uns verschenken, werden wir zum Menschen. Das ist die tiefste Berufung des Menschseins, sich an die anderen zu verschenken. Weil was zurückkommt, wenn wir uns verschenken, ist nicht nur dieses Gefühl, ich habe jetzt mich verschenkt oder ich habe das ja gewollt, sondern gleichzeitig werde ich ja beschenkt durch die Freude, die ich dem anderen mache. Und diese Freude macht mich schöner, füllt meinen eigenen Liebestank wieder an, der ja immer wieder absackt und macht mich einfach, es ist dieses Gefühl, etwas Gutes getan zu haben und auch gebraucht zu werden. Das ist der richtige Weg. Ich verschenke mich. Das machen Eltern ganz normal in der Nacht. Sie stehen auf. Diese Liebe der Eltern ist, so scheint es, ist fast nicht korrumpiert worden von der Ursünde. Eltern können sich verschenken. Wenn ein Kind in der Nacht Fieber hat, stehen die Eltern auf, die Mutter steht auf und oder das Kind weint, sie tröstet es, sie schaut, dass das Fieber weggeht. Wenn das Kind hinfällt und das Fahrrad ist kaputt, dann wird der Vater das Fahrrad reparieren. Die können sich aufführen, oft wie sie wollen, Kinder. Diese Liebe ist fast nicht korrumpierbar. Die ist fast nicht zerstörbar, die Liebe von Eltern. Das ist so wunderschön. Das hat dieser liebe Gott so wunderschön ausgedacht, weil diese Kinder sich leicht tun werden, dann einmal, wenn sie etwas älter sind, zu verstehen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Es ist dann dieser Sprung von dieser Elternliebe zur Liebe des Vaters, dass ich selbstbestimmt sagen kann, ich fühle mich wirklich als geliebtes Kind. Und Menschen, die leider nicht diese Erfahrung gemacht haben von liebenden Eltern, die tun sich natürlich schwerer, aber sie können es natürlich genauso erfahren, dass es diesen Herrgott gibt, der einen Sohn endlich liebt, der immer dasteht, immer wartet, dass wir umdrehen. Diese Liebesangebot dieses Antwort auf das Liebesangebot Gottes, sich zu verschenken, heißt auch, so nennt es Mutter Teresa, die kleinen Dinge mit Liebe tun, die kleinsten Dinge. Ich koche mit Liebe, ich putze das Haus mit Liebe, mein Mann wechselt mir die Winterreifen mit Liebe. Ja, er denkt immer vor mir, ich brauche ihn gar nicht bitten. Das ist dann die Fülle der Liebe. Ja. Er weiß schon, dass ich es brauche und macht es schon, ohne dass ich es sage. Das ist die Antwort auf Jesus Christus, auf das Liebesangebot Jesus Christus. Und in der Ehe, in der Sexualität heißt es natürlich, ich will etwas Gutes für dich. Ich will haben, dass es dir gut geht. Das ist was völlig anderes als ich will jetzt einen schnellen Genuss. Ich nehme dich mir jetzt. Das ist komplett anders. Ich möchte haben, dass es dir gut geht. Ich habe dich gekriegt als Geschenk von unserem Herrgott. Ich möchte haben, dass es dir gut geht. Wir Ehepaare, wenn wir unsere Ehe treu leben und wir sehen Priester oder Ordensleute, die ihre Berufung treu leben, dann ist das unendlich wichtig, sagt Johannes Paul. Wir ergänzen uns. Wir brauchen das. Weil wir sehen dann als Ehepaar beim Zölibatär Lebenden, der einen großen Verzicht lebt. Zölibatär Lebende leben einen großen Verzicht auf eigene Kinder, auf Familie. Das ist ein ganz großer Verzicht, das ist ein großes Opfer. Und sie machen es trotzdem, weil sie sich berufen fühlen, dass sie schon jetzt die Gemeinschaft mit Jesus Christus leben. Wir sind berufen als Ehepaar, uns gegenseitig auf diesem Lebensweg bis zu unserem Tod zuerst mal gegenseitig zu stützen, uns zu ergänzen, gegenseitig in den Himmel zu helfen. Und ein Zölibatärlebender zeigt uns, die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist jetzt schon möglich, die Gemeinschaft, zu der wir alle berufen sind. Nach unserem Tod kommt die sogenannte himmlische Hochzeit, die Hochzeit des Lammes. Und da sind wir dazu berufen, oder das so glauben wir, die katholische Kirche, werden wir dieses dortige Leben, das wiederum das Paradies ist, werden wir damit verbringen, die Herrlichkeit Gottes zu bewundern. Wir werden uns ganz an der Schönheit Gottes satt sehen. Wir werden uns ganz an ihn verschenken. Und wir werden ihn ganz in uns aufnehmen. Das ist die himmlische Hochzeit. Und wir Ehepaare leben das schon jetzt auf Erden, in der Hingabe, in der Familie, in der Ehe, dass wir das lernen. Wir lernen, uns zu verschenken, wir lernen, es anzunehmen. Wir leben es in der Sexualität, indem wir haben wollen, dass es dir gut geht. Wir verschenken uns an dich und gleichzeitig schenkst du dich an mich. Und die Zölibatärlebende überspringen das und zeigen uns, Gott allein genügt.
weil wir im Himmel dann unseren Ehemann, unsere Ehefrau nicht mehr brauchen werden. Wir werden nicht mehr verheiratet sein, so heißt es. Wir brauchen ihn nicht mehr. Diese Weggemeinschaft ist wunderbar. Wir werden uns, so hoffen wir und glauben wir, sehen. Wir wissen, dass wir da sind, beide hoffentlich im Himmel. Aber wir brauchen die Ehe nicht mehr. Wir werden sein wie die Engel. Wir brauchen die Sexualität nicht mehr, weil Gott da ist und wir uns an ihn total verschenken. Er ist unser Ziel. Er ist das, was immer noch übrig bleibt. Wenn wir unsere Sexualität auch noch so schön leben, bleibt immer noch etwas übrig, was uns unerfüllt lässt. Es ist diese Sehnsucht und diese ausgerichtet sein, die in uns liegt, die wir haben nach Jesus Christus. Die wird erst erfüllt sein nach unserem Tod. Und das ganze Leben ist eine Vorbereitung. Und jetzt gibt es, jetzt habe ich nur noch 5 Minuten, leider. Ich mache es jetzt ganz kurz. Es gibt jetzt 4 göttliche Eigenschaften, die in jeder Profess, bei jedem Eheversprechen genannt werden. Die 4 göttlichen Eigenschaften der Liebe. Das ist der Höhenweg der Liebe. An diesen Eigenschaften, die Gott uns vorlebt, Jesus Christus uns zeigt, können wir erkennen, ob die Liebe echt ist. Ob wir diese Liebe richtig leben. Die Liebe muss immer frei sein. Sie ist immer frei. Sie muss immer aus freien Stücken gesprochen werden. Ich kann nie sagen, du musst mich lieben. Das geht nicht. Wir sind ja zur Freiheit berufen, sagt Jesus Christus. Und zur Freiheit berufen heißt, wir können uns immer frei entscheiden. Sonst ist es ja keine Entscheidung. Sonst ist es nicht unsere Entscheidung, sagen wir so. Wir müssen unserem Ehepartner oder unserem Partner immer die Freiheit lassen, sich für mich zu entscheiden. Wir dürfen ihn nicht manipulieren, sondern er muss sich ganz frei entscheiden können. Die 2. Eigenschaft ist, weil Jesus sich ganz frei uns geschenkt hat. Aus freien Stücken hat er sich uns hingegeben bis ans Kreuz. Es hat ihn niemand gezwungen. Es war seine freie Liebe. Die Freiheit hat einen ganz hohen Stellenwert in einer Beziehung und in einer echten Liebe. 2. Sache ist Treue. Wenn man seine Ehe führt und am Ende seine Ehe angekommen ist und sagen kann, wir waren immer treu zueinander, dann hat man richtig was geleistet. Und wenn man es nicht war und umgekehrt ist, ist es auch richtig. Hauptsache, man ist zusammengeblieben, wie wir heute schon gehört haben. Das ist das Ziel. Die Liebe ist also immer treu. Jesus Christus sagt, er wird uns lieben bis ans Ende der Zeit. Seine Treue im ganzen Alten Testament und im Neuen Testament, immer wieder bricht das Volk Gottes diesen Bund. Aber er steht immer da und wartet und bietet den neuen Bund an. Und im Neuen Testament mit Jesus Christus, er ist immer da. Er ist da, als die Frau am Jakobsbrunnen kommt, zu einer unüblichen Zeit, um Wasser zu schöpfen. Er steht schon da, er wartet auf sie. Nur, wir müssen nur wollen. Die 3. Eigenschaft, die Liebe ist immer bedingungslos. Ich kann niemanden manipulieren, ich kann keine Bedingungen stellen. Im Eheversprechen heißt das in guten und in schlechten Zeiten. Ich kann nicht sagen, plötzlich, mein Mann ist jetzt grauhaarig und jetzt gefällt er mir nicht mehr und hat ein bisschen einen Bauch gekriegt und verdient vielleicht nicht so viel. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, nee, jetzt gefällst du mir nicht mehr. Die Liebe ist bedingungslos. Wir haben uns das einmal versprochen mit der Hilfe Gottes. Sie ist bedingungslos. Sie stellt keine Bedingungen. Würden wir auch nie auf die Idee kommen, wenn wir uns zurückerinnern, wenn wir uns verliebt haben oder wenn wir verliebt waren. Ja, das ist diese Zeit, wo wir diese ganz ideale Liebe kurz leben, bevor dann die Liebe dann in eine reifere Liebe übergeht. Aber diese erste Verliebtheit ist so stark, die sprengt dieses Ego in mir. Ich gebe mich total hin, alles ist toll, ich bin begeistert, dass dieser Mensch sich in mich kleinen, mickrigen Menschen verliebt hat. Das ist diese Liebe. Die zeigt uns, da leuchtet durch diese Größe, wie die Liebe sein soll. Es ist dann eine Entscheidung. Die Liebe wird dann reifer und sie ist dann immer eine Entscheidung. Sie ist kein Bauchgefühl, sie ist eine Entscheidung. Aber sie ist eben bedingungslos. Es kann sein, dass du dich so entwickelst. Wir können natürlich darüber reden. Trotzdem liebe ich dich. Sie stellt keine Bedingungen. Und die 4. Eigenschaft ist, die Liebe ist fruchtbar. Gott hat uns diese ganze wunderbare Natur, diese Schöpfung geschenkt in seiner ganzen Fülle, diese Fruchtbarkeit der Natur. Wenn wir ein Ehepaar, eine Familie sehen, die sich wirklich ehrlich lieben, dann ist diese Familie fruchtbar. Nicht nur durch Kinder, das ist die Verantwortung der Elternschaft, sondern man fühlt sich wohl in diesem Haus.
Die Kinder nehmen gerne Freunde mit. Es ist eine offene Atmosphäre, die geistig fruchtbar ist. Das Gleiche ist bei geistlichen Personen. Man fühlt sich wohl, ich darf so sein, wie ich bin. Manchmal kann es heißen, in einer Ehe, mir ist sehr wohl klar, dass eine Ehe eine Arbeit ist, manchmal kann es heißen, dass Hingabe bedeutet, ich ordne mich der Schwäche meines Ehepartners unter. Wir kennen uns ja so gut und es ist eine große Versuchung, die Schwächen des anderen auszunützen und in einem Moment vielleicht sogar vor Kindern herauszukramen und das ans große Licht zu hängen. Das ist eine große Versuchung, weil wir uns so gut kennen. Niemand kennt mich so gut wie mein Mann und niemand kennt meinen Mann so gut wie ich. Das ist eine Versuchung, wir kennen uns so gut. Sich aber dieser Schwäche manchmal unterzuordnen, da fängt es an richtig. Das ist richtig harte Arbeit. Nichts zu sagen, sich nicht zu rechtfertigen. Einmal zu schweigen. Das ist unterbricht man dieses geistige Negative, was ich so aufbauschen kann, und man geht eine Stufe hinunter und dann kann der Geist wieder fließen. Ja? Man unterbricht es und geht eine Stufe zurück. Das ist Liebe. Da fängt es an. Da fängt die harte Arbeit an. Also dieses Lebensspendende zeigt sich natürlich auch in einer großen Kinderzahl, in einer verantworteten Elternschaft, so nennen wir das, wie das jedes Ehepaar für sich bestimmt. Aber es zeigt sich auch in der Fülle, die Gott uns beschenkt. Manchmal, wenn wir in dieser Gnade leben, wenn wir spüren, wir leben jetzt in seiner Gnade und wir gehen diesen Weg der Gebote, wir gehen beichten, wir schauen, dass wir die Sakramente empfangen, dann gibt es Momente, wo wir wirklich beschenkt werden und wir spüren, jetzt ist die Fülle da. Es ändert sich dann auch wieder, es gibt ja Zeiten der Dürre, das wissen wir, aber diese Fülle ist diese Fruchtbarkeit. Und dann werden wir wieder auf die Probe gestellt natürlich. Dann kommen die Zeiten, wo das Vertrauen von uns geprüft wird. Aber Gott hat uns zugemutet, dass wir in dieser Zeit leben, mit dieser Ideologie in den Schulen, mit diesem Druck, der auf die Kinder ausgeübt wird. Er hat uns zugemutet, dass wir heute hier leben. Und er mutet uns zu, dass wir damit umgehen können. Und unser großes Anliegen ist es, euch, lieben Eltern, zu sagen und Großeltern, schaut genau hin, was mit euren Kindern in den Schulen passiert. Es passiert viel öfters, als wir glauben. Die Kinder reden nicht darüber. Und seid ihr die ersten Erzieher bei diesem so wichtigen Thema der Sexualität. Ich habe jetzt alle meine Bilder nicht gezeigt, weil ich nur geredet habe, aber ich möchte jetzt euch noch ich möchte es noch abschließen mit einem Originalzitat von Johannes Paul II. Bevor ich abschließe, möchte ich Ihnen sagen, wir bieten Online-Kurse an, Theologie des Leibes. Mein Mann und ich können Sie sich unten gern so Infomaterial nehmen, und zwar für Ehepaare, für Nichtverheiratete und für Jugendliche. Wir bieten Online-Kurse an. Es gibt auf der ganzen, sagt Johannes Paul II., es gibt auf der ganzen Welt kein besseres, kein vollkommeneres Bild für Gott als die Gemeinschaft von Mann und Frau und das Leben, das daraus hervorgeht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.